Okay, kleine Planänderung zu vormals. Ich musste noch mal eine neue Kolonie anfangen, weil die eine Hälfte der Leute, die zu Besuch kamen, stürmten in meine Kantine und aßen alle meine Vorräte, ohne ihre anzupacken. Und die andere Hälfte der Besucher, sobald die mit Sonnenlicht Kontakt bekamen, explodierten die. Und gleichzeitig wurde ich praktisch permanent von Gegnern bombardiert, so dass da kaum eine Überlebenschance war. Aber nachdem wir Vampire und Werwölfe rausgenommen haben und nochmal neu angefangen haben, habe ich sogar einen etwas schöneren Ort gefunden. Etwas ist dabei sogar untertrieben. Ich habe einen ziemlich guten Ort gefunden und ja, die letzten Tage habe ich hier ganz ordentlich was hingestellt. Forschung ist im Großen und Ganzen erledigt, mit Ausnahme der Rheumatomics. Die werde ich noch machen. Dafür habe ich das Gebiet hier hinten freigelegt. Ja, und ansonsten haben wir uns halt relativ gut verbunkert. Gegner, die angreifen, sind in einer extrem schlechten Position, mit der Tendenz, dass diese Situation noch viel schlechter wird, denn ich baue hier halt gerade. Ja, den Tempel habe ich in der Hauptsache eingerichtet, um meine Leute noch ein bisschen moralmäßig aufzupumpen. Wir haben eine Brauerei, wir haben einen internen, selbstbeheizten Garten, wir haben eine Rohstoffmanufaktur und wir heizen mit Büroklammern. Ich finde es ein bisschen absurd. Und offensichtlich kommt gerade ein Angriff. Ja, schwupps, eine neue Kolonie ist das. Ja, wie gesagt, ne, die eine Hälfte meiner Gäste in der alten Kolonie hat meine Vorräte aufgefressen und die andere Hälfte ist explodiert. Und da musste ich halt die Mods rausnehmen. Das geht nachträglich halt nur schlecht und jetzt müssen wir mal ganz kurz warten. Das Problem mit solchen Karten ist, das Spiel braucht sehr lange, um zu berechnen, was es wohin setzen kann. Ja, und da es mir die letzten beiden Tage auch nicht sonderlich gut ging, habe ich halt viel in der Horizontalen verbracht. Und ich sag mal so, RimWorld ist ein schönes Spiel, das man nebenher laufen lassen kann. Wer kommt denn zu Besuch? Stammesangehörige. Aber sie wollen durch meine Verteidigungsanlagen durch. Ist das niedlich? Wollen wir mal wetten, die kriegen jetzt eine ganz böse Überraschung? Sind auch nur 39. Also es waren 39, jetzt sind es nur noch 38. Ich habe mich auch extra mit den Kolonisten diesmal massivst eingeschränkt. Nur Kannibalen war so eine Grundvoraussetzung. Ich denke mal, alle Roboter ziehen wir besser auch erstmal zurück. Nur für den Fall der Fälle. Ich habe in letzter Zeit zu viele verloren, weil ich mir gedacht habe, das kriege ich locker hin. Wahrscheinlich schaffen die es nicht mal bis zu meiner Kolonie. Möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Ich meine, wenn die sich geschickterweise unter den Berghängen hier verschanzen, dann vielleicht. Reitet der auf einem Walross? Das ist cool. Krank, aber cool. So, die versuchen von hier aus in meine Basis zu kommen. Die haben sich einen extrem langen Weg ausgesucht dafür. Das können wir ruhig mal ein bisschen beschleunigen. Die verhungern eher, bis die damit Erfolg haben. Meine Leute brauche ich dafür auch nicht rauszuholen. Was habe ich gesagt? Die fliehen.
Okay, jetzt kann ich. Wie heißt die? Das lange leidende Wiesel. Ich weiß nicht, also. Ist bestimmt nicht der beste Name, den man sich hätte geben können. Ach, da läuft ja sogar noch ein Zombie rum. Haben natürlich nichts von Wert mitgebracht, das Pack. Ja. Also ich glaube, ich habe einen ziemlich guten Punkt erreicht, um diese Festung hier quasi feindsicher zu machen. Die vier mittelschweren Luftabwehrgeschütze haben letztens ein ganzes Kommando Space Marines vom Himmel geholt, die mitten in meiner Basis landen wollten. Ich brauchte dann nur noch die Einzelteile einzusammeln. Rim Atomics steht da noch aus. Ja, was könnte man noch bauen? Boah, ich baue gerade an einem Klonlabor. Ich habe mir gedacht, vielleicht klonen wir mal so ein Killerkommando, trainieren die schön hoch, statten die mit guter Ausrüstung aus und schicken die einfach zu den Gegnern. Ja, der letzte Zombie offensichtlich. Ich würde ja Gefangene machen, aber wofür? Ich dachte mir, ich zeige euch das auf jeden Fall mal, weil ich glaube, sehr viel machen war RimWorld-seitig nicht mehr vor dem neuen Update. Und selbst dann werde ich wahrscheinlich noch den einen oder anderen Tag warten, bis genügend Mods. Die meisten sind zwar schon fertig, aber ein paar Mods würde ich vielleicht doch gerne noch ganz besonders speziell drin haben. Und dann muss ich natürlich die Feinjustierung und alles machen, das dauert wieder ein bisschen. Aber wie gesagt, bis dahin kann ich hier ein bisschen rumexperimentieren. Strommäßig, diese Büroklammeröfen sind quasi schon lächerlich übermächtig. Und das Schöne ist, ich befeuere die mit dem Reststeinmaterial, was ich hier rausbekomme, und mit Cthulhu-Monsterleichen. Ist ein bisschen absurd, ja. Auf der anderen Seite ist es RimWorld. Ja. Space Marines treffen auf Cthulhu, treffen auf. Ja. Oh ja, darauf freue ich mich schon, wenn wir wieder Command and Conquer mit drin haben. Hallo Puma! Das wird lustig. Space Marines gegen Nord. Oder besser gesagt, Nord gegen Space Marines. Ja. Was ich auch noch bauen will, ist hier zum Beispiel ein Luxushotelkomplex. Einfach nur deshalb, weil ich es kann. Verteidigungsseitig, dadurch, dass das hier so eine ungünstige Enkenstelle für Angreifer ist, braucht man mehr als diese sechs Geschütze sowieso nur seltenst. Ja, und momentan mache ich halt wirklich quasi Luxusvorbereitungen. Ne? Fußböden. Fußböden reinlegen. Ne, Kleidungsqualität erhöhen. Platz für ein Rim Atomics Labor schaffen. Diesmal baue ich ein richtiges. Diesmal weiß ich ja, wie viel Platz ich dafür brauche. Ich
muss sagen, der No Water, No Life Mod, den finde ich am Ende sogar relativ gut. Ich war noch ein bisschen am Zweifeln, als ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, den reinzunehmen. Sorry, ist das Mikrofon mal wieder flöten gegangen. Schauen wir mal, was da abstürzt. Da könnten interessante Sachen mit dabei sein. Entschuldige, was ist was? Ich bin mal wieder ein bisschen verwirrt. Das Ereignis, was jetzt gerade ist, das ist von dem Crash Landed Mod. Das kann vorkommen, wenn im Orbit ein Schiff zerstört wird, prallen einzelne Containerteile auf dem Planeten. Okay. Und wir hatten Pech und es ist im Berg gelandet. Und ja, und jetzt ist die Geschichte vorbei. Es gibt dafür auch ein sehr schönes Szenario, wo man wirklich mit einem Crash abstürzt. Ja, da schmettern überall brennende Raumschiffteile auf den Boden. Man muss die Kolonisten erstmal überhaupt retten und dann erste Hilfe einrichten. Und das ist richtig cool. Man kriegt deutlich mehr als bei einem Standardstart, aber alles steht in Flammen. Könnte ich auch mal machen. Das ist ein extrem unterhaltsames Szenario. Das ist das Klonlabor hier. Da kommen 6 Klonkammern rein. Da werde ich dann schon mal Klone von all unseren wichtigen Kolonisten vorbereiten. Und aus denen. Ja, genau, das müsste das sein. Und das hier ist mein altes Forschungslabor, was jetzt aber schon seit einem groben Game-Jahr schon nicht mehr angepackt wurde, weil wir halt praktisch alles erforscht haben. Das hier ist im Endeffekt ein Sandkasten für mich. Der Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen höher als reine Sandbox, aber naja, dafür waren meine Startvoraussetzungen auch besser. Ja, nicht nur Plaststahl, es kann auch eine Passagierkabine abstürzen und plötzlich hast du so 20, 30 Kolonisten auf einen Schlag. Gut, von denen sterben dann 2 Drittel an Infektionen und sowas, aber es ist ein extrem cooler Mod. Na, ich sag mal so, ich kann mich nicht drüber beschweren. Ich hatte ursprünglich in meinem Szenario 5 Kolonisten. Und dann habe ich noch eine Elder gefangen genommen, die rein zufällig Kannibale war, und haben mir gesagt, ja gut, für den 6. ist Platz. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ich brauche auch jemanden, der Kunst machen kann. Glücklicherweise konnten wir ihn davon überzeugen, dass, ja. Ja, und ansonsten habe ich halt bei mir die Forschung massivst beschleunigt, weil ich wollte jetzt nicht im Endeffekt Ewigkeiten mich durch die Forschung durchkämpfen müssen. Das hatten wir ja gerade erst. Für mich war eher interessant, die Endgame-Technologien auszuprobieren. Dementsprechend habe ich hier eine Krankenstation, die praktisch selbst tödlichste Verletzungen heilen kann und direkt eine Großbrauerei. Mal ganz optimiert ist es noch nicht, aber ich hab halt Geduld.
Trinkwasser haben wir so oder so mehr als genug. Und zwar auch noch direkt aufbereitetes, dass die Leute direkt auch noch glücklich sind, wenn sie das trinken. Quasi Sprudelwasser aus der Leitung. Der lange leidende Craig heißt der, ha? Hab so das Gefühl, der wird noch ein bisschen länger leiden. Ah. Ein Großhändler ist immer eine gute Sache. Können wir definitiv gebrauchen. Nein, 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 nein. Brauchen wir Camp Fuel? Eigentlich nicht. Neutramin können wir ein bisschen was dazu nehmen. Bauteile auch und die erweiterten auch. Stoff sowieso. Aber das habe ich natürlich wieder auf Automatik eingestellt. Stahl haben wir genug. Ja, passt soweit. Hab halt hiermit keine Hektik. Ich meine, wofür auch? Wir haben so viel Titan. Können wir eigentlich ruhig mal eine Schippe drauflegen. Also, wenn man eine Kannibalenkolonie spielt, hat man generell den Vorteil, man verhungert praktisch gar nicht. Also, wenn ich mal so in meine rohe Nahrungsvorräteanzeige reingehe, mit Abstand am meisten Fleisch haben wir Menschenfleisch. Und das ist schon, nachdem ich das Ganze massiv reduziert habe, denn ohne diese Kisten hier drin, das Lager ist mir schon mehrmals komplett aus allen Nähten geplatzt. Der Vorteil an so einer Kolonie im ewigen Eis ist, man verbraucht weniger Energie für die Kühlung. Der Nachteil ist, man verbraucht mehr Energie für die Heizung. Ist also immer so ein Abwägen, ne? Das Titanium abzubauen dauert immer relativ lange.
Ja, und wenn es dunkel ist, dann ist es natürlich richtig dunkel. Inzwischen habe ich schon für einen ganz ordentlichen Ansatz an Beleuchtung, zumindest innerhalb der Kolonie, gesorgt. Denn gerade da wurde die Dunkelheit des Nächtens doch extrem ärgerlich. Da konnte man nämlich praktisch gar nichts mehr machen, weil man sah einfach nichts mehr. Ja, ansonsten, wie gesagt, Version 1.0, mal sehen, 17. Mittwoch oder Donnerstag? Bin mir da gerade nicht so sicher. Mal sehen, 14. ist heute, Montag, Dienstag, Mittwoch. Am Mittwoch kommt Rimworld offiziell als nicht mehr Early Access raus. Viele Leute haben ja bezweifelt, dass es überhaupt jemals aufhören würde, Early Access zu sein. Wir brauchen mehr Lagerplatz. Und ich kann das ehrlich gesagt sogar verstehen. RimWorld ist eins von den Spielen, die sind definitiv Kandidaten dafür, praktisch niemals fertig zu sein. Aber, wie man ja sieht, manchmal geht es eben doch. Ja, es hat auch Nachteile, mit wenig Kolonisten zu. Ja, was heißt mit wenig? Die Kolonie quasi auf wenige Leute einzuschränken. Man kommt halt nur langsam voran und um schneller voranzukommen, braucht man Roboter. Und die sorgen halt teilweise doch für einen heftigen Lag im Game. Gerade wenn man Roboter hat, die gerade nichts zu tun haben, ist das schon manchmal heftig, was dafür Frameraten Einbußen kommen. Ach, ich habe sogar eine Kunsthandwerksstation hier hingesetzt und habe dann nie irgendwas damit gemacht. Ist mal wieder so typisch ich. Hauptsache haben. Der Rest ist erstmal unwichtig. Tarzinosaurus, ha? Okay. Gehen wir die Sache mal an, als ob wir die ernst nehmen müssten. Alle Roboter deaktivieren, alle Kolonisten aktivieren.
Passt ganz gut, dass gerade die Sonne aufgeht. Ich finde das immer ein bisschen blöd, wenn man von solchen Gefechten nicht sehen kann. Wäre natürlich schön, wenn diese Geschützstellung schon fertig wäre, aber ne, hätte, hätte. Wir nehmen, was wir kriegen. Schauen wir mal, ob es überhaupt einer schafft, an der Kolonie vorbeizukommen. Ich würde mal vermuten, es wird nein. Und die hier sollte ich eigentlich sogar am besten deinstallieren. Die benutze ich nämlich nicht. Und ja, die verbrauchen halt nur Strom und senken die Framerate unnötig. Das braucht natürlich auch keiner. Dach hier drüber oder nicht? Das ist immer diese Entscheidung. Ah, wenn ich unbedingt Abwehrgeschütze haben will, kann ich die auch hier irgendwo hinstellen. Ja, hier habe ich schon mal eine Erweiterung eingeplant, falls ich noch mehr Ressourcen verbrauchen möchte. Aber ich glaube, der Ressourcenverbrauch ist gerade schon ausreichend. Was uns momentan mit Abstand, glaube ich, am meisten fehlt, ist Plaststahl. Und fehlen ist da auch noch relativ frei behauptet.
Also alkoholseitig geht es unserer Kolonie extremst gut. Ich würde sogar behaupten, es tut dringend Not, dass wir die Lagerplattform bekommen, weil ansonsten kriegen wir doch arge Probleme, würde ich mal vermuten. Ja, ich hätte es zwar lieber symmetrisch, aber sei es drum. Symmetrie und Rimworld, das passt nur selten sonderlich gut zusammen. Tja, aber auch hier die Framerate ist jetzt nicht so prickelnd. Ja, und fürs Erste kann ich euch hier eigentlich auch nicht mehr zeigen. Ich arbeite halt erstmal die Kolonie so weit aus noch, dass ja, hier im Endeffekt Luxusleben vorherrscht. Und dann wird mit Rim Atomics angefangen. Und ich glaube, wenn ich damit fertig bin, dann hole ich euch einfach nochmal dazu. Und um die Zeit halt rumzukriegen, bis zum nächsten Update, bis zur nächsten neuen Kolonie. Raft wird definitiv kommen, das neue Update ist draußen und jetzt hat man tatsächlich mal einen Grund, ins Endgame wieder zu gehen. Außerdem möchte ich unser Floß noch ein bisschen größer und optimierter zusammenschustern. Das wäre zumindest mein Ziel. Und Haie töten macht immer Spaß. Ja, und ansonsten Rimworld werde ich halt dann erstmal wieder im Hintergrund machen. Und ja, war es halt ein kurzer Stream, aber ich wollte euch einfach mal so auf den Stand halten. Also, ne, so im Generellen. Danke fürs mit dabei sein. Ich hoffe, euch hat diese Kurzfolge gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ne? Bis dahin. Ciao.